Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Wie Devil TV. Und wir zocken heute eine Runde Sea of Thieves, hab ich mir gedacht, denn draußen ist es schweineheiß. Ich selbst habe bei mir in der Bude bestimmt auch gefühlt 50 bis 100 Grad oder so, also ziemlich krass hier oben. Ja, und ich dachte mir von wegen, okay, jetzt ist eben schon duster draußen, wenn du nicht zum Wasser gehen kannst, dann hol das Wasser jetzt wieder in die Bude. Und ja, ich dachte, ich nehme euch mal ein bisschen mit und zeig euch mal, was ich halt abends so treibe, fernab der Musik. Denn der ein oder andere, der mich vielleicht schon mal irgendwo getroffen hat oder naja, gehört hat, kennt mich eben ganz stinknormal als V-Devil oder eben halt unter anderem als Leadsänger von Psycho Circus, dem kleinen Dark Electro-Metalcore-Ding, was ich und mein Bester betreiben. Jo, aber fernab der Musik habe ich ja auch noch ein Leben und das hier ist halt meine Passion, Gaming. Also dachte ich von wegen, nehme ich euch ja mit auf eine kleine Runde. Ja, und der da, das bin ich Icke. Also, zumindest sehe ich dem nicht annähernd ähnlich. Nee. Das ist eine von mir selbst erfundene Figur. Nenne ich einfach Redbeard, der Schreckliche. Der wohl schlimmste Pirat der sieben Weltmeere. Würde ich so sagen. Tja, und wie ihr hört, habe ich Schnupfen. Und ich sitze hier. Hier ein Crewmitglied von mir und wir warten und wir warten und wir warten. Bis denn endlich mal was passiert hier. Aber irgendwie will sich die Lobby so wirklich füllen. Das heißt, vielleicht sollte ich nochmal kurz einen Cut machen. Und dann, wenn es richtig losgeht, dann. Was? Ich liebe dieses Lied. Ja, das ist schön. Okay, dann mache ich nochmal ganz kurz einen Cut und wenn es losgeht, dann sehen wir uns gleich hier wieder. Alles klar, bis gleich dann. Und ich warte immer noch und immer noch und immer noch. Aber langsam füllt sich die ganze Chose hier. Ey, ist richtig was los, Mensch. Oh. Wo ihr merkt, ich warte jetzt schon seit 10 Minuten hier. Und irgendwie rührt sich immer noch nichts. Schrecklich, schrecklich. Man merkt es, Happy Hour. Ey, was geht? Was denn los hier? Naja, man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen, wa? Moment. Dann mache ich eben ein bisschen mit. Gruppenkotzen soll ja bekanntlicherweise Spaß machen. So, komm, leer den Becher. So. Alter. Hä? Wie denn das? Was ist mit dir los? Okay. Ich hoffe, der sitzt gerade auf einem Skateboard. Natürlich, wer kennt ihn nicht? Hier, seht ihr? Den herrenlosen Eimer. Ein Eimer kämpft mit. Na, endlich geht's los. Endlich geht's los. Also, mittlerweile haben wir noch ein paar Mal gewechselt. Wir sind jetzt die Azur Scout. Ja. Und wir spielen gerade in der Arena. Das heißt, für alle, die Sea of Thieves euch halt nicht kennen, ne? Ist halt ein Piratenspiel. Da könnt ihr alleine in der Open World spielen. Oder eben in der Arena. Um halt Gold zu farmen und so schnell an Teil zu kommen. So, meine Jungs sind schon fleißig hier. Okay, bitte schnell. So, und wir spielen jetzt gerade die Arena, um eben halt so ein bisschen an Gold zu kommen, um halt ein paar neue Sachen zu besorgen. Und seht ihr da vorne, bitte? Da wollen wir jetzt hin. Moment. Dieses Signalfeuer da markiert nämlich den Schatz. So, in der Arena kommt der schnellste Punkt, in dem man halt andere Schiffe versenkt. Oder eben den Schatz holt. So. Und natürlich ist das Schiff immer führerlos, das heißt, ich muss wieder hin. So. Ich verstehe gerade nicht, was der gerade wieder sollte hier. Okay, wir segeln schon mal nicht mit dem Wind, das ist schon mal scheiße. Was macht ihr denn? Ihr seht ja, die anderen nutzen jetzt den Wind voll aus und wir dümpeln hier hinterher. Aber gleich holen wir auf, gleich holen wir auf. So. Und natürlich können wir uns jetzt noch mit den Kanonen so ein bisschen rausschießen und uns damit halt einen Vorteil verschaffen. Aber mal gucken. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt auch nicht scheiße wäre in dem Spiel, aber naja.
ist eben Teamplay. Und wenn das nicht stimmt, kann man es vergessen. Und den Koffer, ich nehme jetzt nicht den Stein. Ah, oh Gott. Den Stein ist gut. Ja, ja. Den Felsen da vorne mit. Doch, ich nehme den Felsen mit. Scheiße. Sorry. Fuck. 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 Hier. Geht immer ran hier. Scheiße. War mein Fehler. Okay, nehmen wir erstmal schnell ein bisschen Holz. Denn, ja, ich habe ein Loch ins Schiff gefahren. Crap. So, machen wir mal schnell dicht. Und wie immer geht keiner an den Ruder. Das muss alles ich machen. So, und wenn wir dann hier die Truhe haben, muss sie da hin. Zu diesem roten Signalfeuer da. Da kann man die quasi verscherbeln und steigt dann auf. Oben rechts im Bild seht ihr ja den Punktestand. Momentan führt noch, wie heißt sie, The Golden Chaser. Man hört auch die Schüsse im Hintergrund, also die werden jetzt einfach auf andere ballern und damit halt weiterhin Points farmen. So. Und dann gehen wir schnell von Bord. Und nein, das habe ich jetzt nicht gemacht, um meiner Teamkameraden ein Schnippchen zu schlagen, sondern einfach, weil ich halt schnell an den Schatz ran will. Bevor die anderen schaffen. Denn die Schiffe, die fahren sich, ja, ihr fühlt wie Panzer und ja. Ja, sind eben große Gajonen. Man hat noch Du-Schaluppen-Arena. Spiele ich aber nicht. Ich mag das wirklich mehr auf diesen großen Schiffen. Und ich sollte mich gerade wirklich ein bisschen beeilen. Noch drei Viertel der Zeit verbleiben. Ja, mal gucken, ob wir was mit die Rissen kriegen. Noch sind wir ja Zweiter mit bescheidenen 160 Punkten. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ah! Das war bestimmt ein Hai. Das war bestimmt ein Hai. So. Und natürlich muss man auch ein bisschen schnell sein, damit nicht die anderen ihnen zuvorkommen. Und dir dann quasi die Beute vor der Nase wegschnappen. Ich hoffe, ich laufe jetzt einigermaßen richtig hier. Ich selber spiele Sea of Thieves jetzt auch schon seit einem Jahr, aber selbst ich habe noch nicht alle Locations so im Kopf. Mensch, wo ist denn diese verdammte Kiste? Oh. Kiste? Wo ist denn meine Schaufel? Hier. Ah, wie komme ich da hoch jetzt? Da sind meine Teammates. Also entweder sind die jetzt so schlau und holen die Kiste. Oder er kommt vorher ran. Versprechen kann ich es aber nicht. Auf jeden Fall möchte ich mal ganz kurz anmerken an Rare, die das Spiel entwickelt haben. Ihr habt eine verdammt geile Wasseranimation gezaubert. Also ich kenne kein Spiel, wo das Wasser so geil aussieht wie hier. Ohne Flachs jetzt. Ah, doch, 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 ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. So, und ich hoffe, ich komme nicht zu Umhäufen rüber, aber ich denke, das ist Standard, wenn man sein erstes offizielles Video aufnimmt. Das wird ja auch mal anders. Man wächst ja bekanntlicherweise mit der Herausforderung. Berühmtheit erhöht. Yay. Und ich hab die Kiste. Wo ist unser Schiff? Ich hab den Schatz, ich hab den Schatz. Man darf nicht vergessen, die Fall-Damage. Wenn ich jetzt hier einfach so runterspringe, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr kontraproduktiv. Oh! Ah, alles klar. Und wir haben Feinde auf dem Schiff. Jep. Daneben, wa? Okay. Unique Phoenix, ich würde sagen, ich mache. Ah, Scheiße! Ich habe mich gerade nach oben geguckt und ich habe keinen gesehen. Wo war der jetzt? Scheiße. Ach so, wenn ihr nebenbei so ein bisschen knarzen hört, das ist mein Gaming-Suit hier, der so ein bisschen. Da knarzt die Feder ein bisschen. Es sei mir verziehen. Bitte, bitte. Oh, das Respawn dauert auch immer ewig.
Okay, du bist einer von meinen. Oh, oh, verdammt! Ich verliere mal sehr schnell den Überblick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, das wird nicht mehr, verdammt. Wo ist mein Rettungsboot? Ja. Oh, ich bin heute ja nicht gut drauf. Verdammt. Ich sag ja, ich bin kein schlechter Spieler. Aber wie kommt es denn bitteschön, dass der Feind jedes Mal einen Schuss braucht, um mich instant zu killen? Und wenn ich dann mal einen vorhabe, dann immer, ja, gefühlt ein Gatling-Magazin brauche oder sowas. Das ist schon recht seltsam. Ja, respawne mich. Sea of Thieves ist echt ein schönes Spiel so, aber das Matchmaking dauert ewig. Du hängst dauernd in der Lobby rum und dann kriegst so schnell eins vor die Rübe. Das ist der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. So, geht's nochmal weiter oder was lädst du so lange? Oder werde ich wieder auf einem brennenden Kahn besetzt? Nee, doch nicht. Okay. Gut. Anker lichten, Jungs. Anker, Anker. Okay, die Segel sind soweit klar. Bis auf das da. Okay. So, dann wollen wir nochmal sehen, ob wir die noch eingeholt kriegen. Denn, wo ist denn das Schiff? Hier müssen sie her. Oder eben der Schatz. Und wir müssen es jetzt erstmal verhindern. Oh, entschuldigt bitte. Das ist hier wirklich sehr, sehr trocken in der Bude und sehr, sehr schwül. Kriegt man sehr schnell einen trockenen Hals. Aber so ist das eben, wenn du in der Platte ganz, ganz oben wohnst. Halt, halt, halt. Den Wind nehmen wir mit. So, jetzt soll ich nochmal kurz ganz rasch nach unten. Mal gucken, was meine Vorräte sagen. Das hat nämlich gedacht. Und schon ist mein Inventar voll. Oh Gott. Komm ja schon. Und jetzt volle Breitseite. Eins, zwei, drei, Feuer! Mist, ich hätte Segel wegnehmen müssen. Shit. Shit, 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 shit. Ja, 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 ja. Genau in den Hintern. Boah. Na, da war wohl nichts, wa? Wo sind denn die? Jetzt ist der Schatz da hinten schon? Nee, kann ich hinhauen. Nicht wundern, wenn ich gerade hier ein bisschen doof rumstehe. Aber ich segel echt gerne. Und die Krypte kann ich recht gut. Okay, wenn man von der kleinen Nummer am Anfang absieht. Und dennoch sind wir Zweiter. Also sind wir ja nicht so schlecht. Hab auch schon schlechter gespielt. Viel, viel schlechter. So, also der Schatz scheint immer noch auf dem Schiff da zu sein. Ein Viertel der Zeit verbleibt. Oh, das wird knapp. Das wird wirklich verdammt knapp. Ja, mein Fernglas für die Ferne. Okay, der Schatz fliegt also hinter dem Schiff hinterher. Aber okay, ich habe schon lange mehr gespielt. Ja, 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 sorry. Haben sie den verloren?
Wo ist denn jetzt eigentlich das Schiff mit dem Signalfeuer? Weil die hauen es irgendwie alle nach da ab und... Hä? Da war nichts. Ah! Das hatte ich die Tage schon mal gehabt. Könnt ihr wetten, wenn ich jetzt ein bisschen dichter an die Goldchaser rankomme, da ist der Schatz bestimmt. Wettig. Okay, dann machen wir mal den typischen Kamikaze mitten durch. Legt euch in die Riemen! War da gerade so korrekt? Nee, scheiße. Ha, scheiß drauf. An die Kanonen, Jungs. Nee, das war nicht. Das war nicht. Ja! Oh, verdammt! Oh. Oh, ich bin zu dick. Ich bin viel zu dick. Oh, Vorführeffekt. Das ist voll der Vorführeffekt. Ich war schon drauf. Oh. Ist jemand einen Anker geschmissen? Ah, siehst du, wenn, das schaffen wir nicht mehr. Die Zeit läuft. Danke, das nehme ich. Wo ist das? Leute. Schnell weg. Ach na, kommt schon, dann sind wir im Sieger der Herzen. Was soll's denn? Oh. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen unkonzentriert durch die Dämse. Oh Mann. Nur haut doch nicht ab! Nehmt mich mit! Oh nein. Ach hier, komm, könnt ihr aber halten. Okay, Leute, dann machen wir noch eine Runde in der Edition dazu. Kein Problem. Oh, wir sind wieder bei Null. Okay. Wir wollen so zerronnen. So, ich streike jetzt. Jetzt reicht's mir. Du hast es auf den dritten Platz geschafft. Mit Null? Okay, die haben uns eiskalt abgezogen. Shit. Aber wie gesagt, das machen wir gerne nochmal. Also, nicht weggehen, das machen wir gerne nochmal. Und ich hoffe, dann läuft es besser. Naja. Was soll man machen? Ist doch hier Meister vom Himmel gefallen und wie gesagt, es ist halt Teamplay. Und wenn das nicht stimmt, man findet doch immer seinen Meister.